Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder ums Essen, Outdoor-Essen. Zufälligerweise bei Lidl entdeckt, da haben wir die amerikanische Wochen. Da gibt es wieder so ziemlich alles. Unter anderem auch das, was viele mögen und lieben, Beef Jerky. Dies ist mein Low-Budget Beef Jerky Test und Review, ja, und auch gleichzeitig Fazit. Ja. McKennedy, der Preis 1,29. Inhalt 25 Gramm. Wir haben hier Original Beef Jerky, Honey Barbecue Beef Jerky und Hot and Spicy Beef Jerky. Nochmal. Ich hatte schon mal welche aus dem Action gezeigt und vorgestellt. Jack Links gezeigt und vorgestellt. Ich habe unzählige getestet. Ich komme immer wieder auf einen Schluss, was für mich, und da komme ich dann als Fazit drauf, was für mich das beste Beef Jerky ist. Aber wollen wir erstmal das da testen? Entschuldigung, dann nehmen wir erstmal hier Original Beef Jerky von McKennedy. Nicht McKennedy, McKennedy. Keine Aufreißhilfe, oder? Doch, hier. Und Geschmack ist gut. Geruch ist gut. Sieht so aus. Nicht zu hart. Sind ein paar Pfefferstückchen oben drauf. Schau her. Seht ihr? Ein paar Pfefferstückchen. Hergestellt übrigens in England. Geschmack. Ist gut. Also nicht sehr gut, dieses. Das ist okay. Für Leute, die nicht so gute Zähne haben oder so, harter Tobak. Und hier Honey Barbecue Beef Jerky. Und man kann einfach in jedem dieser Päckchen ist immer so ein Feuchtigkeitsabsorber drin. Übrigens abgeklebt, ich komme gerade von der Arbeit. Hier. Anständig dicke Stücke. Nur ein bisschen zerkauen. Ja, da ist anständig viel Honig drin. Respekt. Auch nicht zu trocken, aber nicht zu hart. Aber wie gesagt, für Leute mit nicht so guten Zähnen. Aber warum ich das trotzdem euch zeige, ist, ach, komme ich gleich drauf. Und anständig zu kauen. Sollte man auch. Kommen die Aromen richtig schön raus. Genauso das Richtige, wie wenn man, durch den Wald läuft, Kilometer weit, ja, wo nichts anderes zu tun hat und will unterwegs was essen, dann will ich anhalten und kochen. Da kommen wir auch gleich drauf. Dann hier. Hot and Spicy. Auch wieder so ein Absorber drin. Spicy riecht es nicht.
Hier haben wir ein Stückchen. Der Robert Trail. Alter Witzka. Schärfe geht. Aber ist okay. Für 1,29 soll ich zu jeder der Packung. Okay. Aber nicht dieses Gewürzzeug. Eine gute Schärfe, aber nicht so. Also hier ist kein Klitschko Steel Hammer Dr. Eisenfaust, sondern kann man aushalten, aber gut, bei mir ist das so eine Sache. Diese Aussage ist nicht so ganz auf die Goldwaage zu legen. Ich stehe auf gut gewürztes Essen. So. Kommen wir zu dem Punkt, den ich, es ist übrigens wahrscheinlich, wenn ich noch irgendwo anderes Beef Jerky finde, lasse ich es euch, oder werde ich es euch teilhaben lassen. Einer der Punkte ist, zum Beispiel bei Outdoor Freaks, die ja gerne diese Rahmennudeln zucken mögen. Ich glaube, die hier ist vom Aldi, die hier war von Norma. Von Norma gibt es aber auch welche, die sind mit Gemüsegeschmack, die ist grünlich, damit Garnele, Hühnchen, Rind, Schwein glaube ich auch. Und da ist zum Beispiel die grüne, die mit Gemüse, meine Liebste. Dann haben wir hier so welche, da ist innen drin so ein, neben dem Gewürz, so eine Art klebrige Soße drin. Die ist zwar top, aber das ist dann so für unterwegs oder so mal, ihr habt, macht euch das Wasser dann einfach nur in eine Thermoskanne rein, bröselt den Kram da rein und so. Ein bisschen fricklich, umständlich und ja. Haben wir hier zum Beispiel dann vom Aldi die Instant-Nudeln. Die haben dann die Nudeln. Ich habe mir angewöhnt, die in der Packung zu zerbröseln. Wenn ich das mit Beef Jerky mache, lasse das Beef Jerky ins Wasser, wenn es noch kalt ist, das dann aufkochen lassen. So wird das Beef Jerky rehydriert. Deshalb tue ich da mehr Wasser rein. Zerreiße es aber vorher. Also das Beef Jerky mache ich immer schön klein. Rehydriere das. Der Geschmack von diesem Beef Jerky, vor allen Dingen hier dieses Barbecue oder Honey Barbecue Beef Jerky, ist geil. Klein machen, noch ins kalte Wasser geben, mit aufkochen, die Aromen setzen sich ins Wasser frei. Ihr bröselt da eure Rahmennudeln, die sind geil, cool. Das ist ein bisschen umständlich, aber trotzdem günstig, ich glaube 29 Cent pro Päckchen. Da gibt es immer so ein 5er, 6er Pack. Wie gesagt, die vom Norma sind mir die liebsten. Das ist so eine, ihr werdet die sehen, die sind immer standardisiert. 4 oder 5 Päckchen für 1 Euro. Wenn ihr das davor reinbrüsselt, muy bueno. Also von diesen dreien, Original Beef Jerky, Honey Barbecue Beef Jerky und Spicy Beef Jerky, ist das hier mein Favorit. Sind sie doch ein bisschen dünner, kann man schon fast durchgucken. Wenn jetzt die Sonne hier durchscheinen würde, also ich kann es sehen, würdet ihr das auch sehen können. Das war mal ein bisschen cool. Kommen wir zum Fazit aller bisherigen getesteten Beef Jerkys. Platz Nummer 2, Jack Links Beef Jerky Meat Snack. Diese
Bar, also praktisch ein Riegel, Fleischriegel. Oh. Und dann kam, das war glaube ich Chicken Teriyaki. Und dann kamen noch etliche andere, die von Beef, von Jack Link. Links sind meiner Meinung nach die besten. Gekauften. Dann kommen hier die und dann die anderen alle, die ich jemals getestet habe. Aber das beste Beef Jerky, das machst du immer noch selber. Überleg mal, wir haben für 3 Päckchen 3,90 Euro bezahlt, also 3,88 Euro. Ne, 87. Nehmen wir das mal 10. Kriegt ihr auf Amazon einen ziemlich geilen, wie heißt das Gerät nochmal? Ein. Ich würde jetzt sagen, ich komme nicht aufs Wort. Um halt, man kann mit sämtlichen Lebensmitteln da das Wasser rausziehen, es rehydrieren, dehydrieren. So ein Gerät kostet in der Regel so um die 30 Euro. Das Fleisch kauft ihr und würzt es nach eurem Geschmack. Ihr schmeckt vorher die Marinade ab, es muss ja vorher eingelegt werden. Ich habe auch Videos, wie man Beef Jerky macht, packt mal den Link hier in die Beschreibung. Wenn ich auf Amazon noch so ein Gerät finde, packe ich es auch in die Beschreibung. Ihr macht die Marinade nach eurem Geschmack. Ihr entscheidet, wie lang das in der Maschine drin ist, um es zu dehydrieren. Dementsprechend entscheidet ihr, wie hart oder wie weich es ist, wie viel Feuchtigkeit noch drin ist und entscheidet damit auch über die Haltbarkeit. Ihr könnt aber auch Beef Jerky im Backofen machen, das geht auch. Kostet nur Strom. Ja? Aber ihr entscheidet, wie euer Beef Jerky wird. Ihr könnt da auch Whisky reinkippen in die Marinade. Ihr könnt Barbecue-Soße reinmachen, nur Sojasauce. Ach, Möglichkeiten sind immens. Und entscheidet, was ihr auf euren Touren esst. Ob da vielleicht wie hier Sojasauce, Sojabohnen, Speisesalz, Branntweinessig, natürliches Aroma, Speisesalz, Apfelessig, Ananassaft, Konzentrat. Vielleicht hat jemand Probleme mit Ananas. Ist allergisch auf Ananas. Also ihr entscheidet, was da reinkommt. Deshalb ist mein Fazit Numero Uno. Ist selbstgemachtes Beef Jerky. Numero 2 ist Beef Jerky von Jack Links. Das kommt an zweiter Stelle, also stellvertretend für, oder an dritter Stelle vielmehr. Oder an zweiter Stelle für gekaufte. Die sind alle gut. Mein Favorit ist hier Honey Barbecue. Ihr könnt es unterwegs essen. Ihr könnt es hier mit Rahmennudelsuppe essen. Es verbessert auf jeden Fall den Geschmack eurer Rahmennudelsuppe. Hundertprozentig. Und ich habe Dutzende Filme gemacht auf YouTube mit Beef Jerky oder Rahmennudelsuppe und so weiter und so fort. Aber so halt heute noch mal so aus Zufall entdeckt. Gut, dass ich immer meine Ausrüstung dabei habe. Sonst hätte ich es morgen machen müssen. So habe ich es heute gemacht. Und jetzt haben wir 10 vor 4. Montagmorgen, ich glaube, 16.04. Mein Sohn, der Lümmel, der ist am 13.19 geworden. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. So, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Geht raus, genießt die Natur. Und wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt die Hut. Tschüss, ab und schwenkt die Kappe. Und lasst es euch gut gehen.